Ich bin ja seit Jahren davon überzeugt, meine Emotionen ganz gut im Griff zu haben. Ja, ich denke, ich lebe ein vorwiegend angenehmes und erfülltes Leben und das tue ich auch. Und dann habe ich mal angefangen, mich ein bisschen genauer, noch bewusster zu beobachten. Und da fiel mir dann auf, dass ich immer mal wieder Momente von Stress fühle. Ja, Zeiten von zu viel zu tun und zu wenig Zeit. Und Emotionen wie ab und an Stress zu haben, dem geben wir keine große Bedeutung, weil wir denken, Stress gehört nun mal dazu. Wir finden das normal. Wir haben schließlich alle viel zu tun. Aber Stress ist eine genauso destruktive, ungesunde Emotion wie Ärger oder Frust oder Mangel. Und weil wir das normal finden, ab und an gestresst zu sein, weil wir das auch normal hinnehmen, uns ab und an zu ärgern und weil wir uns schon daran gewöhnt haben, uns mal zeitweise nicht so gut zu fühlen, darum tolerieren wir das. Ja, wir denken, ach, das gehört zum Leben, das ist normal. Und so habe ich das unbewusst auch akzeptiert, einfach mich ab und an mal nicht so gut zu fühlen, ja, weil das einfach zum Leben dazugehört. Aber ich kann dir sagen, das ist nicht normal. Das stimmt nämlich nur so lange, wie du das glaubst. Das ist eine unwahre, ja, Überzeugung, die du hast. Und die habe ich bewusst revidiert und ich habe mich dann entschieden, jeder auch nur kleinen unangenehmen Emotionen maximal 15 Sekunden zu geben. 15 Sekunden, nicht länger. Ja? Nehmen wir an, ich beginne gerade Stress zu fühlen, ja? Also zu wenig Zeit. Und sobald ich einen Anflug von Stress bemerke, da beginne ich mich aufrecht hinzusetzen und beginne ruhig und tief zu atmen. Ja, ich trete gedanklich einen Schritt zurück und beobachte meine Gedanken und meine Emotionen. Ich fühle tief in die unangenehmen Emotionen hinein und lasse die einfach da sein, gebe ihnen Raum. Und ich beobachte dann so lange meine Emotionen und meine Gedanken, bis die verblassen und schließlich ganz verschwinden. Und warum sollte ich überhaupt länger als einige Sekunden Stress fühlen? Welchen Grund könnte es geben? Welchen Nutzen sollte das bringen, mich auch nur eine Sekunde länger in einem unangenehmen Gefühl zu bewegen oder aufzuhalten? Der einzige Grund ist, ja, dass ich mir über lange Zeit eingeredet habe, dass es normal ist. Das ist der einzige Grund, sonst gibt's keinen. Bleiben wir gleich mal beim Stress. Stress ist ja emotionales Leid, wie andere unangenehme Emotionen auch. Und Stress fühle ich nur, wenn mein gedanklicher Fokus den Stress verursacht. Ja, entweder habe ich ungeduldige Gedanken oder ich fokussiere mich auf einen Riesenberg von Aufgaben, ja, der vor mir liegt. Aber ich bestimme ja selbst den Fokus meiner Gedanken, weil ich bin der Denker und der Lenker meiner Gedanken. Also justiere ich meinen Fokus sofort auf Gedanken, die mich wieder gut fühlen lassen. Ja, dann sage ich vielleicht zu mir selbst, ich erledige alles ganz in Ruhe, eine Aufgabe nach der anderen und ich bin dankbar, dass ich so viele Ideen habe. Ich bin dankbar, dass ich etwas tun darf, was mir Spaß macht. Und ich bin dankbar, dass ich meine Arbeit in meinem Lieblings-Coffeeshop machen darf, wenn ich Lust dazu habe. So fokussiere ich mich vollständig nur auf eine einzige Aufgabe, auf die nächste Aufgabe und erledige die dann ganz in Ruhe. Und dabei achte ich auf einen ruhigen und tiefen Atem. Ja, und wenn ich den Fokus meiner Gedanken in dieser Weise verändere, fühle ich mich gleich wieder wunderbar. Ich bin dankbar und habe für den ganzen Prozess vielleicht 30 Sekunden oder sogar weniger gebraucht. Und jetzt kann ich wieder ordentlich effektiv arbeiten und ich fühle mich noch viel besser dabei, nur wegen einer kleinen Veränderung des gedanklichen Fokuses. Ja? Nur weil ich das jahrelang als normal empfunden habe, mich auch mal schlecht zu fühlen, werde ich das nicht weiterhin tun, weil es ist nicht intelligent, das ist schlichtweg nicht nötig und das ist in vielerlei Hinsicht sehr schädlich. Darüber reden wir noch.
Und wenn du dich entscheidest, heute deinen unangenehmen Emotionen nicht mehr als 15 Sekunden zu geben, dann erhöht diese Entscheidung deine Lebensqualität enorm. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Nehmen wir mal eine andere normale Emotion. Menschen, die fühlen sich manchmal lustlos oder unwillig, etwas Bestimmtes zu tun. Bei mir ist es zum Beispiel die Buchhaltung. Ja? Da fühle ich mich unwillig und lustlos. Ja, und manchmal gehen Menschen auch widerwillig zur Arbeit oder haben eben Widerstände gegen bestimmte Aufgaben. Ja? Und das betrachten Menschen als normale Emotion, die zum Leben dazugehört. Aber das ist nicht so. Diese Emotion, die du fühlst, ja, die kannst du kurz empfinden. Aber nur kurz, weil die zeigt dir die Emotion, dass du gerade deine Gedanken auf etwas fokussierst, was du nicht magst. Also gib dir genau 15 Sekunden, diese Emotion zu wandeln. 15 Sekunden. Das ist immer nur der Fokus deiner Gedanken, mit dem du dir selbst unangenehme Emotionen kreierst. Also was ist zu tun? Aufrecht sitzen oder stehen. Tiefes Atmen in den Bauch, in die Emotion hineinfühlen. Da kannst du ruhig mutig sein. Es sind nur Emotionen und sonst nichts. Tief hineinfühlen und den Fokus korrigieren, den gedanklichen Fokus. Und in der Praxis könnte das zum Beispiel so aussehen. Ich gehe jetzt zur Arbeit und ich mache das Beste aus diesem Tag. Heute bin ich ein Quell guter Laune für mich selbst und für meine Mitmenschen. Heute achte ich darauf, meine Mitmenschen wertzuschätzen. Ich lobe von Herzen, was ich für lobenswert erachte und ich erledige meine Aufgaben ganz in Ruhe und dabei mache ich mir einen schönen Tee und ich esse meinen Lieblingsriegel. So, und dann wenn der Fokus so schnell zu verändern geht und in der Praxis geht es ganz genau so, wozu dann emotional leiden länger als nötig? Ja, gib dir selbst 15 Sekunden, nicht mehr, und dann korrigiere sofort deinen gedanklichen Fokus, weil wenn du dir nur 15 Sekunden gibst, dann bleiben die Gedanken separiert, weil wenn deine Gedanken mehr als 17 Sekunden um ein und dasselbe Thema kreisen, dann neigen andere Gedanken nach 15 bis 17 Sekunden dazu zu kommen und die verstärken wiederum die unangenehmen Emotionen. Das ist das Gesetz der Resonanz. Denkst du eine gewisse Zeit bestimmte Gedanken, dann kommen ähnliche Gedanken dazu, verstärken die Emotionen und das ist wie so eine Spirale, die ziehen dich dann immer mehr in diese unangenehme Emotion herein. Und wir killen das Monster, solange das klein ist. Ja? Also da, wo sich die Emotionen gerade entwickeln. Deshalb gib deinen negativen Emotionen oder deinen unangenehmen Emotionen nur 15 Sekunden. Weil innerhalb von 15 Sekunden, da haben die wenig Einfluss. Da sind die relativ harmlos für uns. Ja, eine andere Situation. Die Firma läuft schlecht, ja, wenig Umsätze, keine neuen Kunden, das ist echt richtiger Okay, die Mitarbeiter sind auch schlecht gelaunt und eigentlich hast du gar keine Lust, das Haus zu verlassen, ja, das fühlt sich schlecht an. Und warum fühlt sich das schlecht an? Weil du deinen gedanklichen Fokus gerade auf all die Unzulänglichkeiten richtest, auf die Auswirkungen von dem, und jetzt pass auf, du richtest den Fokus auf die Auswirkungen von dem, was du in der Vergangenheit mit deinem unkontrollierten gedanklichen Fokus geschaffen hast. Ja? Also ist es jetzt an der Zeit, den gedanklichen Fokus, der ja nur zu mehr Unzulänglichkeiten führt, sofort zu korrigieren. Das ist nämlich vollkommen unnötig und das ist schädlich und destruktiv, wenn du dich auch nur eine Sekunde länger an einem unangenehmen Zustand festhältst und mit deinem Fokus auf all das, was gerade Mist ist, den Mist auch noch für die Zukunft verursachst. Ja, das ist das Gesetz der Resonanz. Deine Emotionen sind ja nicht dazu da, dass du die lange fühlst, dass du lange leidest. Ja, die angenehmen Emotionen, die sind dazu da, dass du dich gut fühlst. Dazu ist das Leben da. Dazu sind die angenehmen Emotionen gemacht. Das ist der normale Zustand für uns Menschen. Aber die
negativen, die unangenehmen Emotionen, die sind nur dazu da, dich zu navigieren, dich durch dein Leben zu navigieren. Sie zeigen dir, halt, hier in diesem Lebensbereich fühle ich mich gerade schlecht, hier stimmt etwas nicht, tue etwas, damit wir uns wieder gut fühlen können. Und wenn du dich gerade nicht gut fühlst, dann ist das Erste, was du tun musst, den gedanklichen Fokus verändern. Wenn du dich mies fühlst, ist das Erste, was du tun musst, verändere deinen gedanklichen Fokus sofort. Sofort, wenn du den Fokus auf all den Mist richtest, der gerade da ist, dann hältst du dich unnötig lange in diesem Mist gefangen. Und dann bist du auch nicht in der Lage, die Situation, die du als Mist empfindest, zu korrigieren oder zu verändern. Ja? Du kannst eine bestehende Situation nur dann verändern, indem du deinen Fokus wegnimmst von dem Mist und hinrichtest in eine Zukunft, die dir gefällt. Bleiben wir wieder beim Beispiel von dem schlecht laufenden Unternehmen. Nehmen wir an, du bist der Boss dieser schlecht laufenden Firma und in der Praxis könnte das dann wieder so aussehen. Das ist das Selbstgespräch, das neue Selbstgespräch in deinem Kopf, das deine Gedanken umfokussiert. Ja gut, es ist, wie es ist. Die Realität ist gerade eben mal so, wie sie ist. Daran können wir in diesem Moment nichts mehr ändern. Also akzeptiere ich erstmal die Realität, wie sie ist. Was ich verändern kann, das ist die Zukunft. Aber die Zukunft kannst du nur dann zielgerichtet verändern, wenn du ein klares Ziel hast. Ich sag's nochmal, deine Zukunft kannst du nur wünschenswert oder zielgerichtet verändern, wenn du ein klares Ziel hast in deinem Kopf. Und ich bin gar kein Freund vom Wort Ziel. Ein Ziel ist vielmehr ein klares Vorstellungsbild in deinem Kopf, ja, ein Vorstellungsbild im Kopf eines Menschen, ein Wunsch, der Verlangen mit sich bringt. Also nimmst du den Fokus weg von all den Problemen, die ja trotzdem weiterhin da sind, aber du richtest deinen gedanklichen Fokus in eine erwünschte Zukunft. Und jetzt, viele Menschen, die haben noch gar kein Bild von einer erwünschten Zukunft. Ja, die haben sich noch gar nicht gefragt, wie sieht denn meine ideale Zukunft aus oder was wünsche ich mir denn in der Zukunft? Und wenn du noch kein klares Vorstellungsbild von dieser erwünschten Zukunft in deinem Kopf hast, was tust du dann? Du fragst dich sofort, wie könnte meine ideale Zukunft aussehen? In diesem Bereich meiner Firma, da läuft es gerade nicht so toll, aber wie stelle ich mir den idealen Zustand vor? Und dann beginnst du deinen gedanklichen Fokus in Richtung Lösung für dein Problem zu richten. Und jetzt erst bist du überhaupt in der Lage, eine Lösung zu sehen oder in Lösungen zu denken. Vorher mit dem Fokus auf das Problem bist du gar nicht in der Lage, eine Lösung zu erkennen, weil das Problem liegt immer auf einer ganz anderen Ebene als die Lösung. Da müssen wir uns gedanklich umfokussieren, um aus dem Problembewusstsein zuerst einmal ins Lösungsbewusstsein zu kommen. Und jetzt bist du dann in der Lage, auch Ideen zu finden, Impulse zu bekommen. Und Albert Einstein hat dazu gesagt, du kannst ein Problem nie auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Also Fokus weg von dem, was gerade nicht so gut ist und hin zu dem, was du morgen willst. Ja, und dann beginnst du als verantwortungsvoller Firmenchef dir vorzustellen, wie es morgen in deiner Firma idealerweise aussehen könnte. Und wenn du dann lange genug darüber nachgedacht hast, dann entwickelt sich in deinem Kopf nach und nach ein ganz klares Vorstellungsbild. Und an diesem Vorstellungsbild hältst du dann eine Weile fest, bis Ideen kommen, bis dir Lösungen einfallen. Und das ist der Weg. Mit dem wiederholten Vorstellen oder Visualisieren deiner idealen Vorstellung, damit stimulierst du deine Intuition und dann wirst du auch eine Lösung finden. Dann wird dein Problem schon recht schnell zur Vergangenheit gehören. Aber nur dann, wenn du den Fokus wegnimmst von dem Müll, der gerade da ist und hinrichtest in eine erwünschte, wunderbare Zukunft. Und das ist das bewusste Erschaffen neuer Lebensumstände. Und dabei ist es völlig egal, ob es im Privatleben ist, in einer Beziehung oder im Unternehmen.
bleiben wir nochmal bei dem Beispiel der schlecht laufenden Firma. Und du als angenommener Firmenchef oder Firmenchefin könntest jetzt denken, vielleicht haben wir in der Vergangenheit versäumt, neue Kunden zu akquirieren, weil wir uns immer wieder eingeredet haben, es gibt zu wenige Kunden oder Kunden sind nicht bereit, für gute Leistung zu bezahlen. Ja, oder wir haben immer wieder gedacht, die wirtschaftliche Situation ist schuld. Und wenn du als Firmenchef beginnst, an diesen Müll zu glauben, dann wird dieser Müll deine Realität, weil dieser unsinnige Glauben, ja, der stiehlt dir deine Antriebskraft, der stiehlt dir deine Motivation und dann hast du überhaupt keine Lust mehr, überhaupt irgendwas anzupacken. Und hier sehen wir wieder, dass das, was du glaubst, das, wovon du überzeugt bist, bestimmt dein Verhalten. Merke dir also, der gedankliche Fokus auf Müll bringt dich zu einem Riesenmüllhaufen. Fokus auf Müll bringt dir mehr Müll. Der gedankliche Fokus auf schmerzliche Erinnerungen bringt dir mehr Schmerz. Der gedankliche Fokus auf die Eigenschaften in deinem Partner, die dir nicht gefallen, bringt dir mehr davon, was dir nicht gefällt. Und zudem zerstört es das Fundament deiner Beziehung noch dazu. Ich denke, das kann jeder mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen. Also du hast 15 Sekunden von dem Moment an, wo du bemerkst, dass ein unangenehmes Gefühl in dir aufsteigt. Und dann korrigierst du den Fokus deiner Gedanken. Ja? Und wir nehmen wieder an, du bist der Chef der schlecht laufenden Firma, die bald wieder besser läuft. Und du könntest dann denken, gut, in der Vergangenheit haben wir Dinge versäumt zu tun und jetzt sehen wir die Auswirkungen der Vergangenheit. Ja, was ist, das ist, akzeptiert, gut, nun richte ich den Blick nach vorn in eine wünschenswerte Zukunft. Und dann fragst du dich, was will ich denn für mein Unternehmen von morgen? Wie sollte mein Unternehmen morgen idealerweise aussehen? Und dann fängst du an zu träumen, zu tagträumen. Wäre es nicht wunderbar, wenn meine Mitarbeiter morgens frohgelaunt, motiviert und lächelnd in die Firma kommen? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir jeden Tag 3 neue Aufträge an Land ziehen? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir ganz, ganz viele zufriedene, glückliche Kunden haben? Wäre das nicht wunderbar, wenn wir unseren Mitarbeitern höhere Gehälter zahlen können, weil es so gut läuft? Wäre es nicht wunderbar, im Bereich XYZ die Umsätze zu verdoppeln? Und so entwirfst du als verantwortungsvoller Firmenchef nach und nach ein Bild deiner erwünschten Zukunft. So erschaffst du ein Vorstellungsbild in deinem Kopf oder eine Vision deiner idealen Zukunft. Das ist das bewusste Erschaffen von Zukunft. Und das ist deine Aufgabe als verantwortungsvoller Firmenchef oder als verantwortungsvoller Schöpfer deiner selbstgewählten Realität, deiner Lebensumstände von morgen. Ohne klares Vorstellungsbild in deinem Kopf kann es keine erwünschte Zukunft geben. Ich sage es nochmal. Ohne ein ganz klares Vorstellungsbild in deinem Kopf kann es keine erwünschte Zukunft geben, weil die Zukunft, die braucht eine Form. Und diese Form, die schafft wiederum ein energetisches Momentum. Und diese Form deiner Zukunft ist das klare Bild in deiner Vorstellung. Und mit jedem Mal Nachdenken über deine neue Zukunft, mit jedem erneuten Mal Vorstellen deines geistigen Bildes, da wird das Bild klarer und klarer. Und je klarer das Bild wird, desto größer wird das energetische Momentum, das entsteht. Und so wird auch deine Intuition stimuliert. Und als Folge bekommst du dann Ideen, gerätst an die richtigen Menschen, hast tolle Einfälle. Deine Intuition zeigt dir dann die Wege, die dich zu deinem Vorstellungsbild führen. Und das ist der Prozess des Erschaffens erwünschter Zukunft. Sagte letzte Mal, das ist so schwer, aus den unangenehmen Emotionen herauszukommen. Und das stimmt. Das ist schwer, wenn das Monster groß geworden ist. Aber wenn wir die unangenehmen Emotionen in den ersten 15 Sekunden erwischen, dann haben die noch nicht die Stärke und dann können wir uns schnell umfokussieren. Weil wir wissen ja alle,
theoretisch, dass das Umfokussieren die einzig intelligente Lösung ist, weil negative Emotionen, die zeigen uns, aha, hier ist was nicht richtig, fokussiere dich um, damit wir hier nicht stecken bleiben, damit wir zu einer Lösung kommen und die Sache bald abgeschlossen ist. Ne? Ob das in einer unbefriedigenden Beziehung ist, wo die Menschen auf das gucken, was denen gerade nicht gefällt, oder im Unternehmen, das spielt keine Rolle. Immer ist der Fokus schädlich auf das, was dir nicht gefällt, weil der bringt immer mehr von dem Mist, der dir nicht gefällt.